Was meinst du, warum gibt es diese Meinung, und das ist sehr weit verbreitet, dass wir nur 5 bis 10% des Potenzials unseres Gehirns nutzen können? An was könnte das liegen? Wo ist da die Blockade? Warum haben nicht alle Menschen diesen hundertprozentigen Zugriff? Weil einige haben das. Ein sehr interessantes Video mit bestimmten Aspekten, die du wissen solltest. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Monika Nirjana Kardinal und ich habe das Buch geschrieben, das kosmische Wissen von den Plejaden, und in Kürze kommt das zweite Buch heraus, das kosmische Wissen von Andromeda. Und heute geht es jetzt mal über diese Kapazität unseres Gehirns und über das Potenzial, diese Kapazität nutzen zu können. Das ist nämlich ein Unterschied. Unsere Kapazität, hundertprozentige Kapazität hat ein jeder Mensch. Nur die Nutzung, den Zugriff auf dieses Potenzial beschränkt sich ungefähr auf 5 oder 10%. Es gibt dennoch Menschen, die haben wirklich einen ganz großen Zugriff auf dieses Potenzial. Und diese Menschen, und da hört jetzt genau hin, die haben vielleicht durch ein Traumata oder einen Schlag auf den Kopf oder einen Unfall erreicht, dass sie diesen Zugang haben. Ja, das ist ganz komisch. Es gibt eine Geschichte von einem Mann, der in einem Hubschrauber über einer Stadt geflogen ist, und als er dann wieder unten gelandet ist, konnte er diese Stadt ganz genau aufzeichnen mit jedem Haus, mit jeder Straße, und das beweist, dass er also dieses Potenzial zu 100% ausgenutzt hat. Zum Beispiel Jason Patchett. Nach einem brutalen Angriff im Jahr 2002 entwickelte Jason Patchett plötzlich außergewöhnliche mathematische Fähigkeiten. Er wurde zu einem Savant mit der Fähigkeit, komplexe mathematische Formeln zu visualisieren und zu zeichnen. Sein Gehirn scheint nach der Verletzung eine bemerkenswerte Neuverdrahtung erfahren zu haben. Lonnie Sue Johnson, eine talentierte Künstlerin, erlitt eine Enzephalitis-Erkrankung, die zu umfangreichen Schädigungen ihres Gehirns führte. Obwohl sie große Teile ihrer Vergangenheit vergessen hat, konnte sie erstaunliche Zeichenfähigkeiten entwickeln und neue künstlerische Techniken erlernen. Orlando Cerrell. Nach einem Kopftrauma im Alter von 10 Jahren entwickelte Orlando Cerrell außergewöhnliche Fähigkeiten im Bereich des Kalenderrechnens. Er kann sich an fast jeden Tag seines Lebens erinnern und ist in der Lage, präzise Angaben zu Tagen, Daten und Ereignissen zu machen. Wir hatten ja früher in Lemurien, als wir dort inkarnierten, auch 100% auf dieses Potenzial. Das hatten wir, und wir haben das in der Zeit immer mehr vergessen. Und jetzt ist aber meine Überlegung, kann das denn tatsächlich nur an dem Schleier des Vergessens liegen oder ist da noch viel mehr im Spiel? Und dazu werde ich dir einiges erzählen, und ich bitte dich einfach, dass du dir darüber deine eigene Meinung bildest. Also ganz klar, ihr wisst vielleicht von der Zirbeldrüse. Die Zirbeldrüse ist ein sehr wichtiges Organ, wenn es darum geht, über deine spirituellen Fähigkeiten, über die Entwicklung und den Zugriff auf deine spirituellen Fähigkeiten. Denn wenn wir das Potenzial unseres Gehirns zu 100% nutzen könnten, hätten wir diesen Zugriff. Das heißt, wir könnten alle hell sehen, wir könnten alle die Aura sehen, wir könnten alle Telekinese. Oder wir könnten alle die Zukunft vorhersagen. Und vieles mehr, also alles in dieser Richtung wäre dann 100% ausgebildet. Da wir dies jetzt nicht alle können, dass das also die Hauptmeinung ist, dass wir 5 bis 10% nur nutzen können, liegt zu einem großen Teil daran, dass die Zirbeldrüse verkalkt ist. So eine Verkalkung, die entsteht einfach auch daraus, dass wir vielleicht
negativen Strahlungen ausgesetzt sind, dass wir uns falsch ernähren, dass wir Fluoride in der Zahnpasta nutzen oder chemische Mittel in der Wäsche haben und oder in der Hautcreme und solche Dinge. Also da gibt es sehr, sehr viele Sachen. Ich verlinke euch mein Video hier oben, da könnt ihr euch noch informieren. Das ist aber jetzt nicht das Thema dieses Videos. Das ist die eine Sache. Dann gibt es noch die andere Sache und die, da solltet ihr wirklich genau überlegen, ob ihr damit konform geht, was ihr davon haltet. Denn es gibt Meinungen, die sagen, dass die C-Zeit, ja, vor 3, 4 Jahren, als wir die C-Zeit hatten, da wurden bestimmte Stoffe entwickelt und dass darin wiederum Stoffe enthalten gewesen sind oder noch sind oder auch in den zukünftigen Stoffen drin sein könnten, die uns einschränken in dem Zugriff auf unser hundertprozentiges Potenzial. Dahinter ist ein Gedanke, dass man die Menschen gerne klein halten möchte und ihnen so wenig wie möglich bewusst werden machen lassen möchte, dass sie sehr viel Potenzial haben, dass sie eigentlich viel, viel, viel mehr sind, als wie sie sich jetzt selbst sehen. Und das beginnt ja auch schon bei der Geburt von einem Kind. Ja, wenn ihr guckt, in der Schule wird ja das nicht gelehrt, sondern es werden uns einfach Dinge auferlegt, die besagen, außer unserem Körper gibt es keine Energie. Und da gibt es dann auch noch die Mainstream-Psychologie, die nämlich besagt, dass jeder Mensch, der eine Wahrnehmung über seine Haut hinaus hat, schizophren oder krank ist. Das wird in den Universitäten gelehrt. Jetzt muss ich erstmal kurz ruhig sein, damit man das verdaut. Das heißt also, jeder, der die Aura sehen kann, oder es reicht auch jeder, der fühlt, zum Beispiel gibt es die Möglichkeit, dass du es fühlst, wenn ein Mensch den Raum betritt und der eine besondere Ausstrahlung hat. Das spürt man. Also ich spüre das, wenn jemand kommt und er eine besondere Ausstrahlung hat, das sehe ich sofort. Und es ist ja auch so, dass wir fühlen, wenn zum Beispiel in einem Raum vorher ein Streit war, das fühlt sich die Energie komisch an. Also auch das ist fühlbar. Und das wird aber jetzt von der Mainstream-Psychologie vehement bestritten. Das gibt es nicht. Wir sind dann alle in denen ihren Augen krank, sozusagen. Also es wird alles versucht, dass wir nicht unseren hundertprozentigen Zugriff auf dieses Potenzial bekommen, um uns klein zu halten, um Macht über uns auszuüben, um uns in Angst und Schrecken halten zu können. Und da komme ich jetzt zu dem Punkt vom Smarana-Festival, denn dort werden wir gegen diese Angstmatrix arbeiten. Dort werden wir dagegen wirken und ich habe bestimmte wirklich wirksame Werkzeuge von der geistigen Welt bekommen, die wir alle dort zusammen ausführen werden. Wenn du da mithelfen möchtest, bist du herzlich willkommen. Und es gibt auch noch Zimmer in der Umgebung, die man mieten kann. Also es ist nicht so, dass es jetzt kein, dass es ein Problem wäre, teilzunehmen, weil es keine Zimmer gibt. Das hat neulich jemand zu mir am Telefon gesagt. Also wir haben deswegen auf der Webseite 2 Links eingefügt, wo ihr noch ganz viel Zimmer finden werdet. Und wenn du dich dafür interessierst, unter dem Video ist der Link. Was jetzt wichtig ist an dem Ganzen, wir sollen klein gehalten werden. Wir sollen wirklich so beeinflusst werden, dass wir zu allem Ja und Amen sagen. Und da muss jeder für sich selbst finden, wo er Ja sagen kann und wo er auch mal Nein sagt. Ja, das ist wichtig, dass wir unsere Freiheit behalten, die uns ja Gott geschenkt hat. Und auch Erzengel Samuel wird uns das sagen. Und zum Beispiel, wenn wir Heilung bekommen, Heilung unserer Seele in dem wunderschönen Webinar von Erzengel Samuel, dann ist es wichtig, weil sich ja die Seele, je mehr sie sich ausdehnen kann und Kraft bekommt, uns auch den Zugang zu diesem hundertprozentigen Potenzial verschaffen wird. Das heißt also, letztendlich haben wir alles in der Hand. Und wenn du dabei bist, dich spirituell weiterzubilden, bist du auf jeden Fall auf diesem richtigen, guten Weg,
um etwas für dich zu tun und raus aus diesem, ja, Gefängnis der Kleinhaltung kommst. Und jetzt freue ich mich so sehr auf Erzengel Samuel und auch auf das Webinar, was wir ja zusammen machen werden. Da dürft ihr gerne auch noch euch anmelden. Wir werden sehr viel lernen. Wir werden so richtig auch viel Heilung bekommen und es wird so schön werden. Hier das 7-Erzengel-Spray, wo auch seine Energie drin ist. Und das hilft mir immer sehr, mich mit den Engeln zu verbinden. Und so darf ich euch jetzt einfach bitten, lasst euch fallen, nehmt die Energien auf, öffnet euch und hört, was Engel Samuel jetzt zu uns zu sagen hat. Geliebte Menschen der Herzen, geliebte Menschen des Lichtes, voller Freude spreche ich heute zu euch, denn ich wurde gerufen, gerufen, um euch beizustehen und euch die Energien der Liebe zu senden. Und so begrüße ich jeden einzelnen von euch in der tiefen Liebe, wie es nur ein Engel kann. Und so darf ich dich einladen heute, dich selbst zu fühlen und dein Potenzial ebenso zu fühlen, denn du bist ein wundervolles Wesen. Und wenn wir die Engel dich betrachten, dann sehen wir dein ganzes Potenzial. Wir sehen deine Größe, deine Kraft und deine Stärke. Und wir sehen auch, wie klein du dich machst, wie du dich unterordnest und dich öfters täuschen lässt. Wir bitten dich, ihr lieben Menschen, euch immer auf das Gefühl des Herzens zu verlassen. Wir bitten jeden einzelnen von euch zu prüfen, ob das Gesagte, was ihr hört, wirklich zum allerhöchsten Wohle für euch dient. Und ihr werdet in eurem Herzen den Impuls fühlen, der euch sagt, ob das richtig oder falsch, ob das gut oder schlecht für euch ist. Die Verbindung im Herzen, sie geschieht über die göttliche Flamme. Und die göttliche Flamme ist verbunden mit der wundervollen, bedingungslosen, vollkommenen Liebe des Alleinen. Und diese Verbindung zeigt jedem von euch, dass ihr viel mehr seid als nur Mensch. Diese Verbindung zeigt euch, dass wir alle zusammengehören und dass ihr alle Menschen auf der Erde so eine große Kraft besitzt, um alles verändern zu können. Ihr habt es tatsächlich in der Hand, jedoch solange ihr diese Möglichkeit nicht nutzt, wird nichts geschehen. Wir, die Engel, wir wünschen uns so sehr, dass ihr das wisst. Denn sobald ihr eure Kraft erkennt, wird euer Licht leuchten. Und dadurch habt ihr die Möglichkeit, alles zum Guten zu wenden. Das, was gerade geschieht, ist eine sehr starke Transformationsenergie. Diese Energie ist in der Lage, viele Menschen in das Erwachen zu bringen. Und ich bitte euch, die ihr bereits erwacht seid oder schon länger auf diesem Weg seid, den Menschen zu helfen, die Fragen haben, die Menschen zu unterstützen, welche jetzt vielleicht verunsichert sind
und sie dazu ermutigen, zu erkennen, welch großes Licht sie sind. Denn wie ich schon zu Beginn sagte, wir sehen euer ganzes Potenzial, eure große Seele und Kraft. Und wir wünschen uns so sehr, dass ihr diese Kraft und die Leuchtkraft und das Licht in euch nutzt. Und so sende ich dir meine ganze Liebe, mein ganzes Licht, um dich zu unterstützen. Geliebter Mensch, erinnere dich an meine Worte, wenn du einmal verzweifelt bist, wenn du einmal traurig bist und nicht mehr weiter weißt. Denn in diesem Moment werden dir meine Worte helfen. Und ich möchte dir noch sagen, dass in dieser Botschaft Energiefrequenzen schwingen, die dich da berühren, wo du dich noch mehr entfalten kannst. Diese Frequenzen haben sich mit jedem Wort, mit deinem Energiesystem verbunden und heilen dort, wo Heilung benötigt wird. Diese Energiefrequenzen öffnen dir den Weg, zu deinem 100%igen Potenzial zu gelangen. Und immer, wenn du diese Botschaft wiederholst, werden sich die Energie in dir verstärken und dich leiten und führen. Und so sende ich dir noch einmal meine ganze Liebe direkt in dein Herz hinein. Und ich sage dir, du bist so sehr von uns geliebt und du bist ganz besonders ein ganz besonderes Wesen hier auf der Erde, inkarniert, um das Große zu bewirken. Und so verabschiede ich mich von dir, voller Liebe und Achtsamkeit, mit den Tönen von Smarana. Gerne nimm dir noch ein wenig Zeit, um zu genießen, wie die Energien in dir fließen und dich tragen und lieben zu lassen. Ich danke euch sehr, dass ihr heute hier wart. Und ich danke auch Erzengel Samuel für diese wundervolle Botschaft. Sie hat in mir einiges geöffnet. Ich spüre die Kanäle, ich spüre, wie die Energie leichter fließt. Und ich wünsche, dass das auch bei dir so ist. Wenn dir das alles gefallen hat und du mehr solche Videos erhalten möchtest, darfst du gerne meinen Kanal abonnieren und liken und teilen. Ich danke dir für alles. Und freue mich, wenn wir uns das nächste Mal sehen.